Herzlich willkommen bei All for the Game mit mir, dem Daniel, und einem erneuten Video auf unserem Kanal. Heute kommt mal ein Video, was es eigentlich so nicht auf unserem Kanal gibt. Die meisten, die werden wahrscheinlich den Kanal verfolgt haben oder verfolgen und wissen, dass hier eigentlich regelmäßig FIFA-Content bzw. EA FC24-Content kommt. Ich dachte mir, es wäre aber vielleicht mal eine gute Abwechslung, da einfach FC24 nicht mehr das ist, was es mal war und viele Spieler doch irgendwo abgesprungen sind und wenig bzw. sogar gar nicht mehr FIFA-EAFC spielen. Eine gute Idee, vielleicht auch ein bisschen aktuelle News oder interessante News in der Thematik Fußball zu bringen. Und wenn ihr das ebenso empfindet als eine gute Abwechslung zu dem normaligen EAFC-Content, dann lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt aktuell noch FC24 spielt oder eher inaktiv geworden seid. So. Das heutige Thema ist eigentlich komplett voll im Munde, überall auf Social Media, und zwar geht es um Paul Pogba. Jeder FIFA-Spieler wird Paul Pogba kennen, jeder wird seine FIFA 23 Flashback-Karte gefürchtet haben, beziehungsweise bereut haben, sie nicht gemacht zu haben. Und es gibt tatsächlich Pogba aktuell noch im Game und die wenigsten, beziehungsweise eine riesen Seltenheit ist es überhaupt, wenn man mal eine Evolution-Karte beziehungsweise sogar die Goldkarte von ihm überhaupt sieht. Warum das Ganze? Wer es nicht mitbekommen hat, Pogba ist jetzt verurteilt worden bezüglich seines Dopingvorfalls. Es war bis jetzt nicht klar, ob Paul Pogba einen Dopingvorfall hatte, und jetzt aktuell ab heute ist es bekannt, dass wirklich Paul Pogba Dopingmittel genutzt hat, um natürlich besser in FIFA zu sein. Natürlich nicht, um besser in Fußball zu sein, ist ja klar. Und was ist jetzt daraus die Entscheidung? Ist ganz klar, Pogba wird gesperrt für den Fußball. Er ist jetzt aktuell 30 Jahre jung. Das heißt, er hat eigentlich schon die beste Zeit seiner Karriere um und ist nicht mehr der Beste, beziehungsweise ist nicht mehr in der Form, die er halt hatte. So, wo er noch aktuell gespielt hat vor ein paar Monaten, da war es ja auch der Fall, er ist bei Juventus zurückgekehrt und wollte dort anknüpfen an die Leistung, die er damals erbracht hat. Das ganze Problem dort war aber, er hat viele Verletzungen erleiden müssen und war relativ inaktiv, was die offiziellen Spiele angeht. Dadurch kam natürlich nicht das zustande, was er sich erhofft hat, und es wurde nicht mehr dieses Comeback, was er halt überhaupt haben wollte. Also dann kam natürlich der Vorfall mit dem Dopingverfahren, was jetzt aktuell Stand 29.02.2024 mit positiv gewertet wurde. Das heißt, Paul Pogba wird offiziell gesperrt für den Fußball. Die Frage ist nun, wie lange? Und das ist auch ganz einfach zu beantworten. Es sind insgesamt 4 Jahre, die Paul Pogba nicht mehr Fußball spielen darf. Offiziell. Das heißt, er ist dann 34 Jahre alt. Und ich denke nicht, um ehrlich zu sein, um mal Real Talk zu reden, dass Paul Pogba mit 34 Jahren noch groß irgendwas reißen wird. Was ich mir zwar vorstellen könnte, wäre, dass er irgendwie in die Saudi League vielleicht wechseln würde oder in eine Liga, wo er noch abcashen könnte. So schätze ich Paul Pogba etwas ein. Aber für die große Bühne ist, denke ich, seine Karriere auf jeden Fall gelaufen. Trotzdem besteht natürlich für das Urteil die Möglichkeit, eine Berufung einzulegen. Und Pogba hat schon über Social Media bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall diesen Schritt gehen möchte und die Berufung aktivieren möchte. Das heißt, es wird nochmal verhandelt, ob dieses Urteil eigentlich rechtens ist bzw. so durchgeht. Ob es wirklich sinnig ist, also ich meine, es ist klar, dass Pogba irgendwo sich hier stellen muss, beziehungsweise von seinen ganzen Followern, er hat glaube ich 60 Millionen Follower auf Instagram oder so, ein positives Auftreten zeigen muss. Dementsprechend will er das natürlich anfechten. Ob es schlussendlich aber was bringt, ist eine andere Sache. Ich glaube, damals war das Auswärtsspiel gegen Udinese Calcio, das müsste der erste Spieltag gewesen sein in der Serie A, da wurde eine spontane Kontrolle gemacht und da wurde halt Pogba auf Testosteron positiv getestet.
Und das konnten sie halt aktuell nicht bestreiten. Und aktuell ist einfach das Verfahren so gelaufen, dass er 4 Jahre gesperrt wird. Wie gesagt, eine Berufung kann er trotzdem einlegen. Ob sie schlussendlich was bringt oder nicht, werden wir sehen, da er es auf jeden Fall vorhat. Was heißt das Ganze natürlich für Juventus? Das ist auch ganz easy. Juventus steht finanziell nicht optimal da. Das heißt, wenn dieser Vorfall, dieser Dopingtest positiv ist und das Gerichtsverfahren so bestätigt wird und die Berufung auch nichts gebracht hat, dann ist Juventus nicht verpflichtet, aber sie können auf jeden Fall den Vertrag, der bis 2026 normalerweise von Paul Pogba noch läuft, auf jeden Fall schon jetzt 2 Jahre vorher kündigen, fristlos natürlich. Dadurch, dass er einfach gegen die Regeln verstoßen hat, ist dieser Vertrag, wenn das Juventus möchte, komplett nichtig und sie würden sich einiges an Geld sparen, was Juventus auf jeden Fall notwendig hätte. Ich denke auch, wenn das so durchgeht und das Gerichtsverfahren einfach die Berufung ablehnt, dann wird auf jeden Fall das passieren, dass Juventus seinen Vertrag auflösen wird. Das heißt für uns natürlich, wir halten die Füße still und schauen, was jetzt mit der Berufung überhaupt passiert, geht diese durch oder auch nicht, um mehr erfahren zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre es natürlich irgendwie unfair Paul Pogba gegenüber, wenn man sagt, er wurde jetzt verurteilt, es muss auf jeden Fall stimmen, sondern es gibt immer noch die Chance, dass sich das Gericht irgendwo geirrt hat und das werden wir natürlich bald erfahren. Schlussendlich müssen wir auch irgendwo hier ein bisschen Real Talk reinbringen und natürlich zugeben, dass Paul Pogba nicht mehr in seiner Form ist, wie es mal früher war. Das heißt, viele haben ihn wahrscheinlich gar nicht mehr auf den Schirm gehabt und lesen jetzt diese News und wussten gar nicht, was eigentlich Sache ist. Jetzt seid ihr auf dem aktuellsten Stand auf jeden Fall, was Paul Pogba angeht und wir werden es auf jeden Fall nebenbei noch mit beobachten, wie es weitergeht mit Paul Pogba und der Verurteilung oder halt der Berufung und werden euch auf dem Laufenden halten. Falls euch das Format gefällt und ihr öfters solche Videos neben FC24 Content sehen möchtet, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und schreibt mir natürlich eure Meinung zu dem Dopingvorfall auch gerne in die Kommentare. So, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein, bis dann.